Viele Leute fragen sich immer, was für Equipment sie sich am Anfang kaufen sollen, damit sie einen möglichst guten Start auf YouTube haben. Dabei verstehen die Leute einfach nicht, dass es gar nicht darauf ankommt, welches Equipment man direkt am Anfang hat, sondern dass man auch mit günstigem Equipment gut anfangen kann, um dann überhaupt erstmal zu sehen, ob YouTube für einen etwas ist. Und in diesem Video möchte ich euch gerne 5 Tipps von mir für günstiges Equipment zeigen, womit ihr dann auf YouTube einen guten Start hinbekommt. Also alles weitere wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Der Ton der Videos wird meistens unterschätzt, aber ist dieser meistens noch wichtiger als die Bildqualität. Und deswegen habe ich für Voiceovers das Blue Ice Black. Und das ist ein USB-Kondensator-Mikrofon, das heißt, ihr könnt das direkt an den Computer anschließen. Und dieses Mikrofon ist auch für Audioaufnahmen von der Stimme, also für Gesang oder halt Voiceovers gemacht. Und das ist ziemlich cool. Man hat auch mitgeliefert direkt ein Stativ. Das heißt, man kann das Mikrofon dann auch auf dem Tisch abstellen und direkt loslegen. Das Einzige, was man sich eventuell noch dazu kaufen müsste, ist ein Popschutz. Aber dazu habe ich euch auch noch einen Link unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und mit knappen 60 Euro ist dieses Mikrofon, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, super dabei. Wenn ihr Aufnahmen vor der Kamera macht, dann empfiehlt sich ein Ansteckmikrofon und hier kann ich euch nur das Rode SmartLav Plus empfehlen. Dieses könnt ihr euch ganz einfach an den Hemdkragen klemmen und dann mittels Klinkenanschluss mit eurem Smartphone oder Tablet verbinden. Der Vorteil ist, ihr habt dann immer die Aufnahmequelle bei euch und könnt auch, wenn ihr meterweit von der Kamera entfernt steht, den Ton aufnehmen. Und die Aufnahme, die läuft dann sozusagen über eine Sprachmemo-App und wird direkt auf dem Smartphone aufgezeichnet. Und im Videoschnittprogramm müsst ihr den Ton dann nur noch mit dem Bild synchronisieren. Und so habt ihr dann immer einen super Ton. Preislich liegt auch dieses Mikrofon bei knappen 60 Euro, was meiner Meinung nach ein fairer Preis ist. Um die Videos noch besser ausleuchten zu können, empfehlen sich Softboxen. Und ich habe ja auch 2 Stück davon, die habe ich auch schon relativ lange. Eine steht links von mir und die andere rechts von mir. Und diese Lampen, die produzieren Licht, welches die Temperatur, also die Farbtemperatur, von Tageslicht hat. Und das ist ziemlich natürlich, wodurch ihr die Videos auch super ausgeleuchtet bekommt. Und in der Mitte von diesem Reflektor ist eine Glühbirne und diese reflektiert dann über die Seiten das Licht und über diese weiße Folie, welche ihr da vorspannt, wird das Licht dann schön weich verteilt, wodurch ihr wirklich super Aufnahmen erzielen könnt. Auch wenn eure Kamera nicht die beste ist, einfach weil das Bild viel besser ausgeleuchtet ist. Klar kann man mehrere hundert Euro für so Softboxen ausgeben, aber meine, die ich jetzt hier habe, die haben beide zusammen knapp 80 Euro gekostet. Und das ist meiner Meinung nach ein super Preis, einfach weil die Videoqualität massiv gesteigert wird. Bei den Bildaufnahmen ist nichts schlimmer als verwackelte Aufnahmen und deswegen empfiehlt es sich, ein Stativ zu verwenden. Ganz am Anfang habe ich das Hammerstar 61 verwendet. Das ist ein ziemlich billiges Einsteigerstativ, welches eigentlich nur für Fotos geeignet ist. Aber mittlerweile gibt es von der Firma Amazon Basics, also von der Eigenfirma von Amazon, auch eigene Stative. Und die haben sogar ein Stativ, welches so ähnlich ist wie das Hammerstar 61, aber trotzdem nochmal ein Stück stabiler ist und wo ihr auch eure Kamera und alles problemlos drauf machen könnt. Klar, es ist nicht so stativ wie ein Manfrotto-Stativ, aber klar, das Manfrotto-Stativ, was ich jetzt zum Beispiel habe, das hat alleine 190 Euro gekostet und im Vergleich zu einem Stativ, was dann 25 Euro kostet, müssen ja irgendwo Abstriche gemacht werden, aber preis-leistungstechnisch ist so ein Stativ für den Anfang auf jeden Fall mehr wie ausreichend und es ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Wenn ihr noch flüssige Videoschwenks hinbekommen möchtet von Produkten oder sonstigen Shots, dann empfiehlt sich ein Fluidhead, das ist ein Videoneiger, wo alle Bewegungen und Verstellungen, also von den Gelenken, per Hydraulik geregelt werden. Also die sind hydraulisch gedämpft, wodurch einfach Ruckler und so leichter ausgeglichen werden und überhaupt nicht so leicht entstehen. Und mit ca. 40 Euro ist das auch ein guter Weg, um seine Videos einfach noch professioneller wirken zu lassen. Also, das waren jetzt so meine Empfehlungen, was ich euch für den Anfang, wenn ihr schon ein bisschen Geld investieren wollt, empfehlen kann. Die Links zu allen Produkten, die findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber eins muss euch klar sein. Wenn ihr mit YouTube gerade erst anfangt, dann kauft euch nicht gleich Equipment, auch nicht das, auch wenn es verhältnismäßig günstig ist, sondern fangt einfach erstmal an,
produziert ein paar Videos, probiert euch so zu steigern mit sonstigen Lampen und so und guckt, ob euch das überhaupt Spaß macht. Und wenn ihr merkt, es macht euch Spaß und ihr wollt weiter YouTube-Videos produzieren, dann könnt ihr nach und nach investieren. Aber alles andere ist einfach rausgeworfenes Geld. Und wenn ihr dann so viel Geld für Equipment ausgegeben habt und dann nach 3 Videos merkt, dass ihr überhaupt keinen Spaß mehr daran habt, dann ist es einfach schade, weil das Equipment unnötig rumsteht. Also überlegt das vorher, aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Links. Dann war es das aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr keine Videos von meinem Kanal mehr verpassen möchtet, dann lasst doch auch ein Abo da. Ich hoffe, ihr schaut dann auch beim nächsten Video wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao.